Das Gästehaus Palmieri wird als kultureller Mittelpunkt der ganzen Provinz Lecce betrachtet, auch dank zahlreicher Dienste, die der Öffentlichkeit in allen Räumen des Gebäudes geboten werden. Der gesamte Gebäudekomplex des Gästehauses Palmieri entwickelt sich auf drei Seiten in unmittelbarer Nähe des wunderschönen kleinen Platzes Giosuè Carducci, in dessen Mitte die Büste des toskanischen Dichters vorhanden ist. Die Fassade des Gästehauses ist sehr üppig. Ihr dorischer Stil erinnert vor allem in der Mitte an die großen Tempel des Großgriechischen Reiches. Das Gästehaus Palmieri wurde 1273 zusammen mit der angrenzenden Kirche des Heiligen Schuhs des Franziskus gebaut. Ursprünglich war es ein Franziskanerkloster. Dank der Jesuiten wurde das Gästehaus eine Ausbildungsstätte, denn es gab dort verschiedene Schulen. Erst im Jahr 1865 wurde das Gästehaus dem berühmten salentinischen Wirtschaftswissenschaftler Giuseppe Palmieri gewidmet.